Oh, jemine. Abri, abri, abri. Nein, nicht. Hallo, Schwester. War ich das etwa? Viel Spaß. So, ihr Lieben, und wieder ein neues Video. Heute reagiert Santi auf deutsche Memes. Ich bin gespannt. Viel Spaß. Wir haben doch bestimmt eine Liebste zu Hause oder einen Liebsten. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institution sind Sie? Sind Sie ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen? Herrlich, wunderbar. Was? Fahr weiter! Ah! 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 Oh, da hat aber einer ein schweres Problem, glaube ich. Ja, ich muss raus. Och Gottelchen, das kann er mir leid tun. Du rufst meinen Vater nicht an. Hört auf, bei mir anzurufen. Ich meine es ernst. Hört damit auf. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Vater, richt dich so auf. Hört auf, bei ihm anzurufen. Habt ihr verstanden? Lettisch, wie gesagt. Ich höre das Telefon klingeln. Das Telefon klingeln. Kommen schon wieder private Nummern hier rein. Ich hab gesagt, die sollen es nicht machen. Ja, wem hast du es gesagt? Dem. Hört auf anzurufen. Mein Vater ist sauer. Hört auf. Komm, mach das alles sofort aus! Ja, manchmal ist so eine Ansage auch kontraproduktiv. Blitzeis auf der A20 bei Rostock wird Muharrem Sönmez zum Verhängnis. Obwohl er mit seinem Transporter nur 40 Kilometer pro Stunde fuhr. Glatt und dann mach so Auto so machen, ich mache so, aber Unfall. Ja, und dann ist das so. Und? Was machen Sie so beruflich? Und dann sage ich mal, ja, man sieht es wahrscheinlich nicht sofort direkt, aber ich bin Ernährungscoach und. Aber ja. Das war aber jetzt nicht Ricarda Lang. Vor wenigen Tagen erst hat jemand an seiner Haustür uriniert. Leuchten Sie mal bitte in die Ecke rein. Sehen Sie, das ist gelb hier, nicht? Hier stellt sich hier hin, von hier kannst du richtig sehen. Hier läuft bis unten runter, voll gepinkelt. Warum? Weiß, oh mein Gott, der fragt ihn rum. Warum? Ich habe ihm nichts getan. Mein Gott, nochmal, warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Ja, und ich verstehe nicht, warum der sich mit dem Gesicht da reinlegt. So, hier ist erstmal das eine gekauft. So wie schon mal passt alles. Für. Einmal das. Was ist das denn hier? Kuckucksmilch? Ja. Kokosmilch. Kuckucksmilch, was ist damit? Ich bin ja nicht im Malibu. Dann hast du hier die Cola. Ach nee, ich kriege. Was ist denn jetzt schon wieder? Leck mich doch am Zuckerli. Was steht da drauf? Leid. Und was solltest du mitbringen? Ohne Zucker. Zero. Weißt du was, das ist mir jetzt zu blöd. Zero, ja. Ja, das ist so mit Fremdsprachen, ne? Nicht so einfach. Ja, Walter Frosch, kurz vor der Pause noch der Ausgleich. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Das Ergebnis ist eigentlich verdient für die anderen. Aber Speise hat wir nicht mal zulegen. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Nein. Warum haben Sie es dann mit auf dem Flieg? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich noch dabei gehabt. Okay, danke schön. Bitte. Der arme Mensch, ich glaube, der braucht mal einen Sprachcoach. Was haben die da unten drin? Ja, rein. Ihr Lieblingsfilm? Dr. Dingsing. Bitte was? Dr. Dingsing.
Entschuldigung, Dirty Dancing. Akustisch. Dirty Dancing. Ach, Dirty Dancing. Dirty Dancing, ja. Das ist mein liebster Film. Ach, hier, Dirty Dancing mit Patsy Spetsy. Ja, ja, das ist mit Dialekten so eine Sache, nicht? Das versteht nicht jeder. Das ist raus, sag ich mal. Ja, es liegt an dir. Gut, dass du nichts zu sagen hast. Ja. Ja. Mucke mir an, raus, Alter, mach raus. Okay. Wichser. Wie bitte? Entschuldigung. Sie, Wichser. Nein, Gott. Hat sich. Ja, ob nur mit oder ohne Sie. Ich hab dich beamte Beleidigung. Es geht um Tiere mit genau einmal H. Was haben Sie denn für eine Lösung? Gepard. Ein Gepard? Zugeschlagen. Lösung bitte. Hallo? Ja. Elefant. Lösung bitte. Der Dackel. Dackel? Zugeschlagen. Lösung bitte. Ich hab das Nilpferd. Aber wo ist denn bei Nilpferd ein Haar, Leute? Ja. Lösung bitte. Ja, ich würde sagen Meerschweinchen. Wie viele Haars hat Meerschweinchen? Zugeschlagen. Lösung bitte. Der Habicht. Habicht, so. Ist es leider nicht, aber gute Antwort. 3, 2, 1, nächster. Wenigstens hat Habicht ein Haar. Wenigstens hat der Anrufer das richtig gemacht. Ich hab hier die Lösung auf dem Zettel stehen, da können Sie mich... Habicht! Habicht hat zwei Haar! Das werden wir jetzt, ich bin schon genauso blöd! Genauso blöd bin ich! Ich mach's nicht, ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Zugeschlagen, Lösung bitte. Hirsch. Hirsch. Da muss ich auslippen! Ja, ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Wir fühlen uns nicht besonders nervös. Aufgeregt? Nee, nein. Aufgeregt nicht. Nein. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ja, ja, man hat für Sie die Freude platzte so richtig raus. Woran hat's gelegen? Herr Ju, woran hat sie lehn? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran hat sie lehn? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran sie lehn hat. Ich sag immer, woran sie lehn hat, frag sich immer. Woran hat sie lehn? Na gut, ich sag mal so, woran hat sie lehn? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat sie lehn und fragt man sich immer, woran sie lehn hat. Ja, ja, woran hat sie nur gelegen? Das ist das Bundeskern. Mehr war da nicht rauszubringen. Was hat er denn mit ihm gemacht? Yeah! Was war das? Vielen Dank. Das war sehr unterhaltsam. Oh, schade. Das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren. Wenn ihr es möchtet. Es ist auch kostenlos. Leider. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Stimmen unter Wasser. Juhu!